Hier an der Stelle haben wir aufgehört und an der Mitte an der Stelle erstmal willkommen zurück, YouTube und liebe Freunde und Zuschauer. Danke, dass ihr wieder dabei seid bei Blair Witch. Ja, auf jeden Fall haben wir unser Hundilein verloren. Und ja, Bullet ist weg. Den müssen wir jetzt irgendwie suchen. Achso, das war nur wieder so eine komische Figur. Okay. Gehen wir auch davon aus, dass wir jetzt hier irgendwie weiter am Ende angekommen sind. Kann das sein? Oh, wir sind zurück im Wald. Das sieht zumindest so aus. Wir haben eine Nachricht bekommen. Nachricht von Sam oder was? Ghost? Ja. Schau nach oben. Nein, ich will nicht nach oben schauen. Was war das? Ich hab's nicht erkannt. Don't like I can't take it anymore. Make it stop! Oh shit. Here we go again. Irgendwas wackelt hier die ganze Zeit komisch rum. Na, wo ist es? Das reicht, dass sie einfach nur anscheinen. Das ist schon mal sehr gut. Ist sie jetzt weg? Sie jetzt weg? Wir sollten unsere Kamera benutzen. Das wäre vielleicht besser. Na, zeig mal. Können wir hier lang gehen? Ja, wir können hier. Ich glaube, damit können wir besser, glaube ich, durch die Gegend gucken als mit der Taschenlampe. Ich weiß, mit der Taschenlampe haben wir vielleicht ein bisschen zu mehr Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Ja, siehst du? Da leuchtet doch irgendwas. Na, anschmeißen. Junge, ey. Ah, sie geht nicht mehr. Okay. Die Kamera ist kaputt. Dann müssen wir das so machen. Die jetzt weg. Oder ist es weg? Ich gehe davon aus, dass es die Hexe ist. Boah, es ist dunkel. Man sieht ja gar nichts. So, ah, jetzt, da. Das sein? Einfach ein Licht oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, Leute, aber können wir jetzt vielleicht nö. Sie ist einfach raus, sie geht nicht. Okay. Ich dachte, wir können das wenigstens tot scheinen oder so, dass wir wussten es. Hä? Wo ist denn das? Wo ist denn das jetzt hin? Hallo? Hier war doch gerade eben noch eine Möglichkeit zu gucken. Na, da haben sie sich ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Wo ist denn das Leuchten jetzt hin? War das nicht jetzt hier gerade? Da. Wir folgen jetzt einfach dem Leuchten. Ich weiß nicht, was wir sonst hier machen sollen. Das ist der Baum, ne? Es scheint ein Baum zu sein, aber wir kommen auch nicht weiter. Da hängen da Menschen dran, oder was soll das sein? Schwer zu erkennen. Er kennt ja sonst nichts, ne?
Okay, ich blicke. Ah! Also, wir müssen jetzt zu jedem Leuchten gehen und das VR ausblenden, oder was? Und damit können wir das dann besiegen. Ist das quasi jetzt unsere Möglichkeit, die Hexe loszuwerden? Na gut, Taschenlampe geht nicht wirklich, sie geht nur in dem Bereich, deswegen müssen wir weitersuchen. Wie ist das? Das Leuchten ist hier nämlich auch weg. Nee, es ist nicht, es ist immer noch da. Okay, aber... Aha. Bis da reicht es nicht hin, ne? Die Kamera ist auch schon voll im Arsch. Hallo? Hier sind ja so leuchtende... Ja. Oh, keine Ahnung. Ah, warte mal. Hier durch. Oh, wir haben es geschafft. Unsere Lampe geht wieder. Okay, interessant. Also die Hexe spielt mit uns auf jeden Fall. Oh, eine Kassette. Bullet ist bei dem Jungen. Wir sind jetzt hier irgendwie gefangen, kann das sein? Und unser Hund ist jetzt wieder raus aus der ganzen Nummer und wir bleiben in dem Wald oder in diesem, in den Händen des Geistes gefangen. Oder? Also. Jess? I was in. Jess? That's what you're worried about. Stupid little man, I could just slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could... If only I hadn't married you. If only I listened... Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. Why? I did everything you wanted me to! What the hell am I
I supposed to do now? Bullet, I... How could I... Wann haben wir Bullet getötet? Ich verstehe es nicht. Wie haben wir das hinbekommen, dass Bullet tot ist? Ich krieg das gar nicht. Ich hab das gar nicht auf der Kette. Wie haben wir das geschafft? Kann ich noch nicht mehr rufen. Oder besser, Bullet hat wirklich den Ort verlassen und ist wieder raus. Er ist nicht tot. Er ist raus aus diesem Übel und ihm geht's einfach besser. Wir hoffen das einfach mal. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und wir sind jetzt so diesen Idioten da in einem Raum. Aber wie hat er den Jungen dann bekommen? Das verstehe ich nicht. Wie konnte er sich an den Jungen dann krallen? Der Junge ist ja auch nicht mehr da. Der Junge ist weg. Hundertprozentig. Hätten wir den Hund vielleicht an der Stelle doch in dem Kreislauf loslassen müssen? Und ich bin selber darauf reingefallen, auf dieses Teufelsding. Ich hätte den Hund einfach fallen lassen müssen und dann hätte der Hund überlebt. Verdammte Axt. Das ist doch scheiße, Mann. Ja, im Ernst. Es ist doof, als ohne Hund hier durch die Gegend zu laufen. Weil ich keine Lust mehr. Ich möchte mich umbringen. Vor allem jetzt in diesem verlorenen Scheißwald. Wo muss ich denn jetzt hin? Siehst du? Der Hund hat mich die ganze Zeit hier durchgeguidet. Jetzt ist der Hund weg und ich bin verloren. Ich renne sogar gegen Äste und komme nicht mehr durch. Mächtige Äste sind im Weg und Büsche. Ich komme nicht mehr durch. Das Spiel hat mich komplett gebrochen. Komm, hier geht's doch hoch. Nein? Ist das dein Ernst? Dein fucking Ernst? Okay, hier kommen wir nicht durch. Das ist natürlich... Los, kommen wir nicht mehr zurück. Hä? Hier ist doch der Weg, oder? Ah, hier ist doch der Pfad. Gehen wir hier hoch den Pfad. Wie folgen wir den Pfad weiter? Und hier endet der, oder was? Ach, Mann. Jetzt irre ich hier wieder Ewigkeiten durch den Wald herum. Das ist super toll. Richtig geil. Mann, Mann, Mann. Wo sollen wir lang? Der Weg ist zu. Das scheint ja nur die einzige Fahrt hier zu sein. Ich meine, das müsste doch jetzt geradlinig sein. Das ist alles zu hier. Das ist alles versperrt. Alles mit Gerüst, mit Gerüpp und Gestrüpp und keine Ahnung. Offensichtlich, dass wir diesen Weg hier hochlaufen müssen. Aber ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin, diesen einfachen Weg hier hochzulaufen. So, mal Luft anhalten. Ein ganz einfacher Weg. Ja. Und weiter. Seht ihr, was ich meine? Das ist der einzige Weg. Und wo geht's jetzt hier weiter? Hier vielleicht lang? Und dann sagt er aber, hier geht nicht weiter. Siehst du, hier sagt er auch Stopp. Hier ist auch ein Stopp. Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Was ist denn das jetzt hier? Machst du dich über mich lustig oder was? Wo muss ich jetzt lang? Das ist alles zu... Eine Ewigkeit später. Es geht hier nirgendwo weiter. Was soll ich denn jetzt hier machen, verdammte Axt? Das ist doch wieder total bescheuert gemacht. Kein richtiger Pfad, aber hier geht's hoch und dann geht's nicht weiter. Was ist denn das für bekloppter Scheiß schon wieder? Meine Fresse, was ist denn das wieder für ein dummer... Hier, Alter, was ist denn das? Da oben kann man auch nicht langlaufen. Man kann hier nirgendwo langlaufen. Alles ist zu. Ruhig bleiben.
Yes, guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Bestimmt wieder ein blödes Bild, oder? Nee, so eine komische Puppe. Macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, diese blöde Puppe zu sammeln, weil... Na, keine Ahnung. Wir sind ja verloren, wir haben verloren, wir sind tot. Keine Ahnung, Bullet ist tot. Wie auch immer wir es geschafft haben, müssen wir vielleicht hier lang gehen. Da geht's auch nicht lang. Was ist denn das? Mann, was ist denn das für ein bescheuerter schon wieder? Meine Güte. Keine bösen Wörter. Hier ist ein Weg nach oben, da geht's lang und weiter. Hier ist zu. Hier geht's nicht weiter. Hier ist sogar noch ein Geländer, was mich nicht weiterführen lässt. Hier geht's auch und dann ist hier der Pfad zu Ende. Alles abgesperrt. Ich komme hier nirgendwo lang. Was ist denn das? Der Spaß kann doch nicht klettern, Alter. Der ist zu blöd zum Klettern, der Typ. Hier, kletter doch über den Stein rüber. Meine Güte. Guck mal, der kann nicht. Der läuft dagegen wie so ein Opfer. Mann. Ja, es ist einfach Sackgasse. Wohin soll ich mich jetzt bewegen, verdammte Scheiße? Was kannst du eigentlich? Ich bin hier unten, habe ich auch schon geguckt. Hier war doch alles schon. Hier habe ich diese Figur gefunden. Hier in dem scheiß Zelt habe ich die Figur gefunden. Hier ist das alles abgesperrt. Was liegt hier? Ein Zettel, kann ich den nehmen? Ich kann den nehmen, Tatsache. Lesen Sie bitte. Stetiger Fortschritt. Je mehr Zeit vergeht, desto aufgeschlossener scheint der Patient zu werden. Das Zeichen hilft dabei, die Erinnerungen wiederherzustellen. Ich konnte eine grobe Zeitlinie der Ereignisse anfertigen. Die Kinder verlassen das Haus des Patienten und machen sich auf den Weg in den Wald. Er findet ein verletztes Tier, das in einer Falle festsitzt. Er fühlt sich zu der Störung hingezogen. Ein Tier? Ist es ein Mann? Eine wilde Bestie? Etwas passiert. Das ist die unterdrückte Erinnerung. Der Patient verlässt den Wald und wird von einem LKW-Fahrer gefunden. Werde weiter daran arbeiten, mit Hilfe von Verhaltensmethoden die unterdrückten Erinnerungen wiederherzustellen. Ich sollte mich mit Dr. Smith beraten und herausfinden, ob die Aggression ein Symptom der Angstneurose ist. Ja, lesen kann ich, wa? What's wrong with you? Das kann ich nicht. So, das habe ich voll übersehen. Tut mir leid an der Stelle, aber Hauptsache wieder meckern. Ne? Das ist typisch der Dami, Alter. Ne? Der ist immer am Meckern und rumragen, weil er so bescheuert und blind ist. Und dann aber hier... Ja, was haben wir hier? Ein Stein... Markierung und was liegt da? Oh, eine Kassette, okay. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Die Offenbarung. Oh mein Gott. Get up. Okay. He took Peter to the basement. Was für ein Keller? Ich bin wirklich gerade verwundert, wie das Haus da hingekommen ist. Wie? Keine Ahnung. Aber das erkunden wir in der nächsten Folge. Ja. Was ich aber noch loswerden möchte, ist das mit Bullet. Ich finde das echt kacke, weil wir haben ihn ja getragen die ganze Zeit. Wir haben ihn nicht fallen lassen, wir haben ihn nicht verraten. Und trotzdem ist der Hund weg? Tot? Was gibt's doch? Also, ich bin total überfragt gerade an der Stelle. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Aber ich fand's echt ein bisschen gemein von dem Spiel, dass man da wirklich keinen Einfluss hat, dass der Hund da ja nicht überlebt, weil wir ja, glaube ich, den richtigen Weg gegangen sind. Wir haben ihn ja nicht fallen lassen. Das stört mich gerade immer noch, muss ich ehrlich zugeben. Gut. Aber dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf und denkt daran doch, das Video zu liken und zu kommentieren. Am besten noch zu dem Thema zu Bullet, vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Hinweise geben. Und ja, falls du neu bist, Abo dalassen. Dankeschön. Haut da rein. Tschö mit Ö. Oh, leider ist das Video zu Ende. Oh. Auf jeden Fall hier an der Seite, da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und links oder da, hier irgendwo, zeigt euch der Algorithmus noch ein Video von meinem Kanal, wo er denkt. Das wäre was für euch. Genau. Das war's. Tschüss.